So, willkommen im zweiten Teil. Hier machen wir uns an die Koloration des Ganzen und werden das im Photoshop nachbearbeiten und noch ein paar kleine Kugeln einfügen. Und dann ist das Ganze auch fertig. Ich habe jetzt gemerkt, die ganzen Partikel hier sind ein bisschen dünner und ja, kleiner wie in meinem Beispielbild. Das müsst ihr dann natürlich in den Settings hier bei den Partikeln einfach mal rumspielen und halt ja hier bei dem hier jetzt zum Beispiel eine Größe einstellen oder die Bewegung, so bis euch der Effekt halt gefällt. Müsst halt gucken, ja, was euren Wünschen entspricht, wie groß ihr es haben wollt. Ja, was halt euer Geschmack ist. So, ich werde mir diese drei Ebenen noch einmal markieren und ein wenig verschieben. So, und dann fangen wir, wie gesagt, mit der Koloration an. Zum einen möchte ich meinen Text kolorieren. Und zwar zuerst den hinteren Text, den wir erstellt hatten. Dazu klicke ich den Text an mit der rechten Maustaste oder ich gehe hier auf den Text mit der linken Maustaste und gehe hier in dieses Materialfenster und klicke auf New. Also den hinteren Text hätte ich gerne in, ja, einem Grau. Dazu stelle ich hier bei Diffuse die Farbe auf ein helles Grau. Gehe bei Specular in der Intensität auf 1000% und stelle die ja, Spiegelungs- oder ja, es ist schon eine Spiegelungsfarbe, obwohl es kein Mirror ist. Die Spiegelungsfarbe auf so ein leichtes Rosa und stelle das Ganze auf Quad ISO. So, dann sieht die Farbe ungefähr so aus. Und der Text hat, also der hintere Text hat diese Farbe. Nun klicke ich den vorderen Text an, wähle mir hier mein Material von eben aus und wichtig, jetzt auf das Plus hier klicken, damit ihr dieses Material bearbeiten könnt, ohne das andere zu verändern. Habt ihr das getan, könnt ihr euch beispielsweise das als schwarze Farbe machen und euch hier noch einen Mirror hinzufügen und die Reflection ein wenig hochsetzen, bis euch das hier gefällt. Dazu mache ich das Ganze mal etwas kleiner. Alles, was ich nicht brauche. Ja, eine kleine Reflection. Ich nehme jetzt hier mal 75 und ein Fresnel oder Fresnel, Fresnel heißt es, glaube ich, von 2000. Und die Reflection auch in so einem schönen hellen Pink. So, jetzt klicke ich nochmal meine graue Ebene an und mache mir hier auch einen kleinen Mirror. Nehmen wir auch mal 113 und ein Fresnel von 1500. So, nun gehe ich an diese Partikelstücke hier, an die Explosion der Partikel, klicke mir die linke an und wähle mir hier beispielsweise wieder das silberne Material, klicke auf das Pluszeichen, um ein neues Material zu erstellen und stelle mir bei Diffuse das Ganze hier auf ganz hell und wähle mir hier ein schönes Rosa aus. Die Mirror Reflection stelle ich auf, ja, auch ein helles Rosa, genauso wie den Specular, der ist schon auf Rosa. Das ist soweit okay. So, nun klicke ich mir die mittlere Ebene an, wähle mir hier mein Material 4 aus, drücke wieder auf das Pluszeichen, um ein neues Material zu erstellen und nehme mir hier als Farbe beispielsweise ein dunkles Lila. Hoppala, jetzt habe ich meinen Blender ein bisschen verschoben. Ja,
Also lila mit Spiegelung. Und nun klicke ich auf die letzte Ebene, nehme hier das letzte Material, mache wieder einen Klick auf das Plus und nehme mir hier ein schönes helles Blau. So, dann kann ich das Ganze erstmal speichern. Ihr solltet jedes Mal ja, das Ganze speichern, wenn es geht, so oft wie möglich. Tutorial. Habe ich was falsch geschrieben, oder? Nee. So. Nun rendere ich das einfach mal. Ich habe jetzt hier die Auflösung wieder auf 100% gestellt. Und ja, render mal das ein wenig. Das geht jetzt natürlich ein bisschen Zeit verloren, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, wir schaffen das von der Zeit her hinzubekommen. Ja, ich mache hier einfach mal einen Cut und wir sehen uns, wenn es fertig gerendert hat. So, wir sind wieder zurück. Ich habe das Ganze jetzt gerendert. So sieht das fertig aus. Ich werde hier jetzt noch eine kleine Spiegelung hinzufügen. Die werde ich nicht im Photoshop machen, damit das ein bisschen realistischer aussieht. Mache ich das im Blender. Und ja, ich werde hier die Farbe von Grau auf Weiß ändern, da mir das Grau nicht so gefällt. Und dann machen wir noch ein paar kleine Kugeln hier hin und bearbeiten das im Photoshop nochmal nach. Ja, zuerst ändere ich mir hier die Textfarbe in Grau. Dazu gehe ich aufs Material und stelle hier die Helligkeit ein bisschen höher. Dann ist das nicht so dunkel. Dann habe ich diesen Schritt erfüllt. Nun möchte ich die Spiegelung haben. Das ist ganz einfach. Ich klicke mir diese Plane hier an, also meinen Hintergrund, und hier seht ihr schon, dass er dieses Material hat. Um die Spiegelung hinzubekommen, mache ich hier einfach einen kleinen Mirror rein, der jetzt nicht so groß sein sollte. Vielleicht eine Reflection von 150. Dann nehmen wir mal 130. Und das stellen wir hier auf 0. Also, Hintergrund ist schwarz, hat eine Reflection von unter Mirror von 130 und ja, ist schwarz und hat Spekular in Weiß auf Kucktor. So, nun dürfte auch eine Spiegelung erstellt werden. Ich überprüfe das nur noch mal kurz. Ich werde das jetzt nicht fertig rendern. Ah. Natürlich fängt er da an, wo es für mich am unwichtigsten ist. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Also hier sehe ich auf jeden Fall, dass sich hier etwas spiegelt. Naja, wir warten mal kurz ab. Ja, hier spiegelt sich auf jeden Fall etwas. Dann können wir wieder zurückgehen und schauen, inwieweit wir das noch etwas nach unten legen können. Dazu markiere ich mir einfach erstmal alle Ebenen, die mein Bild beinhaltet, also die drei Sphären hier plus die zwei Texte und gehe mit dem blauen Pfeil nach unten, nicht nach oben, nach unten, damit die Spiegelung auch ideal ist und ich schiebe mir das Ganze noch ein wenig nach hinten. So, markieren tut ihr natürlich hier, indem ihr das Feld anklickt und Shift gedrückt haltet und immer die anderen Felder anklickt. Aber genug erzählt. Ich muss jetzt nochmal ein paar Kugeln machen, um das Ganze aufzuwerten. Dazu gehe ich auf Add Mesh UV Sphere. Die verschiebe ich mir hier ein bisschen rein. Drücke auf S, um das zu skalieren. Gehe hier einmal auf Smooth und hier bei den Modifiers, also der Schlüssel, auf Subdivision Surface. Dann ist die schön glatt und rund. Nun gehe ich ins Material rein, mache New. Das hier oben könnt ihr lassen, wie ihr wollt. Spekular mache ich mal auf volle Intensität und stelle hier eine Transparenz ein auf Raytrace. Das Alpha lasse ich auf 13.
Und machen wir das jetzt hier alles weg. Hier oben könnt ihr sehen, wie das Transparente aussieht. Jetzt stelle ich das IOR ein wenig höher, dann seht ihr, dass das hier das Licht ein wenig ja, anders bricht. Und wenn mir ein Wert gefällt, ja, ich habe jetzt 1100 und eine Transparenz bei Alpha von 0,26. So, diese Kugel werde ich mir jetzt noch mal etwas kleiner skalieren, duplizieren und jetzt einfach ein paar Mal verschieben, skalieren und anordnen, duplizieren, bis ich ja ein paar viele Kugeln habe in den verschiedensten Größen, verschieden angeordnet. Duplizieren, duplizieren. Und wenn ich dann ja zufrieden mit meinen Kugeln bin, kann ich die alle markieren und dann mehrfach duplizieren. So, indem ich hier einfach alles während mit Shift gedrückt markiere, dupliziere, rotiere mit der Taste R und X, zum Beispiel in der X-Achse, rotiere in der Z-Achse, R und Z, R und Y in der Y-Achse und dann kann ich die jetzt verschieben, bis mir die Anordnung gefällt. Nun markiere ich mir nochmal alle Sphären. Und gehe hier auf Object und dann auf Join oder drücke Steuerung und J. Nun hat er mir aus diesen ganzen Sphären eine Sphäre gemacht. Und die kann ich mir jetzt hier positionieren, in den Hintergrund schieben, mit S wieder ein wenig kleiner skalieren, duplizieren, verschieben, mit R rotieren, RX in der X-Achse, RY in der Y-Achse, RZ in der Z-Achse. Und wenn mir das Ganze gefällt, dann skaliere ich das Ganze noch ein wenig kleiner und passe mir das wieder an. Und so habe ich hier so schöne Kügelchen. Die kann ich mir dann beide wieder duplizieren, hier nach unten verschieben und halt so viele Kugeln anlegen, wie es mir gefällt und was halt mein Style ist. Und dann rendere ich das Ganze mit F12. Vorher natürlich immer speichern. Und wenn das Bild gerendert ist, gehen wir schnell nach Photoshop und stellen dort noch ein wenig um. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich weiß, es ist kompliziert, aber wir sehen uns, wenn das Bild gerendert ist.